Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Ride. Und wir zocken heute mal wieder mit Taya, der Wind des Westens. Ja, mit Taya haben wir ja schon ein paar Runden gezockt, ihr kennt sie. Und wir schwingen mal wieder den Boomerang übers Feld. Ich habe jetzt ja zwischendurch mal 2 Wochen Pause gehabt, deswegen Taya habe ich auch schon über 2 Wochen nicht mehr gespielt, deswegen wollen wir mal ein bisschen gucken, was da so geht. Mal ein bisschen die Angriffe hier nochmal austesten. Zack. Ja, aber ich glaube, ich habe den Dreh schon wieder raus. Sehr schön. Was mir am besten gefällt, sind die 2 neuen Charakter. Die habe ich in den letzten 2 Folgen ausgetestet. Wen es interessiert, der soll sich das gerne mal angucken. Den einen haben wir jetzt sogar als Verbündeten. Den habe ich eben in der letzten Folge gespielt. Der macht Spaß. Der macht auf jeden Fall Spaß. Gegen eine Wand gestoßen, erleiden. Ja, okay. Die Bewegungsgeschwindigkeit von in der Nähe für 2 Sekunden. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. So ein bisschen Support. Support ist kein Mord, Leute. Nehmt es euch auch als Beispiel. Pusht den Kanal des Todes. Und dann werden wir bald viel Spaß auf YouTube miteinander haben. Alter, irgendwie flackert mein Cape hier wie nichts Gutes. Nein, das war nicht so gut. Nein. Wetten, der wird da gerade kaputt gemacht. Ja, komm. Wenigstens den einen. Nein. Ja, komm. Shit. Nein. Boah, ey, Junge. Ja. Der hatte zu viel Leben, ey. Das konnte ich nicht mehr packen. Alter. Das tut mir leid. Da habe ich zwischendurch ein bisschen den anderen im Stich gelassen. Das war nicht so schön. Da muss ich natürlich bei meinem anderen bleiben. Der ein bisschen sehr offensiv aber auch war. Boah, und ein Wirbel der Feinde für so und so lang in seine Mitte zieht. Ja, aber das macht er doch so auch schon, oder nicht? Ja, das macht er doch so auch, hä? Was soll denn der Scheiß? Nehmen wir mal... Heil dich um. Okay. Ich nehme mal das. Eigentlich brauchen wir keinen Damage mehr, aber... Irgendwie hat er nicht viel Damage gemacht. Beziehungsweise ich habe auch nicht viel Damage gemacht. Man merkt einfach bei Taya, sie ist halt nicht so der typische Damage-Dealer. Ich habe sehr oft getroffen, aber viel Damage hat es nicht angerichtet. Oh, das war schade. Junge! Ey, Junge, ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Leider ist mein Verbündeter hier echt richtig scheiße. Eigentlich habe ich jetzt zum Schluss sogar noch richtig viel gerissen dafür, dass er am Anfang so scheiße war. Aber trotzdem, so können wir das Game natürlich nicht gewinnen. Ich glaube, das wird eine klare Niederlage. Leider ist unser Verbündeter eine absolute Nullnummer. Ganz ehrlich, er spielt ihn wahrscheinlich auch das erste Mal, den Charakter. Okay, war bei mir letzte Folge auch so. Aber er zeigt genau das, was halt nicht sein darf. Man darf nicht so ein Noob sein, dass man, wenn man einen Charakter das erste Mal spielt, gleich übertrieben verkackt. Und das macht er aber. Er ist null Hilfe und rennt nur rein. Hm.
Tornado. So. Ja, egal. Bringt sowieso alles nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Er läuft wie der letzte Depp immer rein. Das ist das Problem. Ups, das war ein bisschen blöd. Guck mal, was er da jetzt schon wieder macht. Ja, natürlich ist Rukan tot, weil er dumm ist. Ja, leck mich, Alter. Leck mich! Das Beste, was hätte noch passieren können, ist, dass ich vielleicht nochmal in die Ulti reinkomme. Aber das hätte... bringt auch nichts. Ich glaube, Taya ist der nächste Held, den ich so ein bisschen in meinem... ja, Raster. Ich habe ja so ein Raster quasi. Guck mal, wie viel besser ich als er bin. Und er ist immer reingestimmt, wie wieder nichts Gutes, Alter. Das ist richtig schlecht. Naja, so ist es eben. Aber ich glaube, Taya wird trotzdem einer der Charakter sein, die vielleicht als nächstes bei mir aus dem Raster fallen. Weil das Ding ist einfach, sie macht nicht genug Damage. Ich treffe und treffe und treffe. Und die Gegner heilen sich schneller, als dass sie down gehen. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass der Heiler vielleicht einfach gut war. Kann auch sein, dass der Support einfach eine gute Arbeit gemacht hat. Das möchte ich nicht beneinen. Und ich glaube, der stand eben auch ganz gut da. Naja, egal. Egal, Leute. Egal. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.